Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und heute werden wir einen Xbox One S Controller umbauen. Und zwar habe ich mir dafür einen ganz neuen Xbox One S Controller bestellt, damit ihr seht, dass ich es ernst meine. Eines dieser Skins vom Hersteller Extreme Raid und zusätzlich auch noch diese Sticks hier, die wir dann auch noch anbringen können. Ich habe mir hier einen schwarzen Xbox One S Controller bestellt. Und zwar gab es den kürzlich bei Saturn im Angebot für 33 Euro und da habe ich natürlich zugeschlagen und will jetzt einfach mal mit diesem vergleichsweise günstigen Controller, weil sonst sind die ja irgendwo bei 40, 50 Euro, dieses Skin austauschen und ein Projekt umsetzen, das ich schon, ich glaube seit der Gamescom im August geplant habe. Und zwar packe ich jetzt den Controller aus. Ihr seht, ich meine es ernst, ich habe mir hier ein komplett neues Produkt bestellt, nicht irgendwie einen kaputten Controller, den ich hier auseinanderbauen werde, wo das Risiko auch sehr gering wäre. Ich habe das bei einem alten Controller schon mal gemacht und zwar hat ein Hersteller einmal Skins angeboten, beziehungsweise hier diese Bumper ließ er da austauschen durch ein eigenes Produkt und die hatten dann ein deutlich besseres Feedback beziehungsweise die hatten einen besseren Grip und der war dann vergleichbar mit dem Xbox One Elite Controller. So, hier ist das schöne Stück. Batterien sind auch mitgeliefert, also ganz praktisch. Und was wir hier machen müssen ist, wir müssen einerseits hier den Controller aufschrauben und dann eben die Oberseite entfernen. Und dazu müssen wir zuerst eben diese Bumper hier, beziehungsweise hier diese Seitenverkleidung entfernen. Und das ist leichter gesagt als getan. Und zwar müsst ihr hier aufpassen, dass ihr eben einerseits keine Kratzer reinmacht und andererseits auch den Controller nicht beschädigt. Und ich nehme hierzu einen Schraubenzieher und das ist wirklich keine gute Idee. Und fahre hier unten einfach mal rein an drei, vier Stellen. Das sind wirklich keine besonderen Stellen irgendwie. Und breche das jetzt irgendwie so auf. Also es ist natürlich kein Aufbrechen. Es ist eher hier ein sehr vorsichtiges Aufmachen. Und ihr solltet dafür auch besser Plastikwerkzeug verwenden. Das wird auch übrigens bei diesen Skins mitgeliefert. Aber ratet mal, wer es bereits verloren hat. Also muss ich hier meinen Schraubenzieher benutzen. Ist auch eine Möglichkeit, aber dringend empfehlenswert ist es jetzt nicht. So. Bisschen Kraft braucht man auch und so, jetzt ist es weg und ich habe nicht einmal was abgebrochen. Das ist sehr erfreulich und auf der anderen Seite macht ihr das gleiche. Ihr fahrt hier rein und drückt das ein bisschen nach unten, bis es knackt. So, am besten hier weiter auf der Seite und versucht dann hier diese Verankerung zu lösen. So, dann nochmal. Das ist gar nicht so einfach, leider. So. Und sieht auch gar nicht professionell aus, aber ich mache das hier auch erst zum zweiten Mal. Und daher werdet ihr vielleicht, wenn ihr ein bisschen geschickter seid als ich, auch das Ganze schneller hinbekommen als ich und auch ohne so viel Kraftanwendung. Müsst natürlich hier auch sehr aufpassen, dass man nichts kaputt macht. Das ist natürlich bei einem derart teuren Produkt, wie es eben ein neuer Controller dann ist, natürlich auch nicht unbedingt sinnvoll. Aber wer eben diese Modifikation hier machen will, der muss hier auch etwas riskieren. Und so, und jetzt hier nochmal oben. Ist es wieder eingerastet. So, auch hier kann ich nochmal prüfen. Bisschen Plastik ist abgegangen. Hier habe ich ein bisschen den Lack zerkratzt, beziehungsweise die Innenseite zerkratzt. Aber außen sieht es gut aus und hier, ja, da sieht man doch die Bissspuren von meinem Schraubenzieher. Aber ich verzeih mir das jetzt mal selber, muss ich sagen. Ein großes Problem ist es für mich nicht. Ihr werdet dieses Problem allerdings auch nicht haben, wenn ihr Plastikwerkzeuge verwendet und nicht eben einen Schraubenzieher aus Metall.
Also deswegen würde ich raten, dringend Plastikwerkzeuge, die mitgelieferten Werkzeuge zu behalten und nicht zu verlieren. Diese Schraubenzieher werden hier auch mitgeliefert und dann müsst ihr hier einfach nur noch die Schrauben öffnen. So. Und am besten nicht verlieren übrigens. So. Wie schon erwähnt, dieses Werkzeug ist in diesem Set hier mitgeliefert, wenn ihr diese Schale hier bestellt für den Controller. Ich werde auch also in der Beschreibung auf YouTube werde ich einen Link zu diesen Schalen hinterlassen und dort könnt ihr die dann auf Amazon am besten erwerben. Die kosten etwa 10 Euro, manche sind auch deutlich günstiger und viele auch mit Prime-Versand. Das heißt, ihr bekommt sie auch kostenlos nach Hause geschickt. Also das ist dann auch recht praktisch. Man sieht hier bereits, es geht leicht runter. Allerdings noch nicht runterziehen, wenn ihr hier die seitlichen Schrauben entfernt habt, denn hier unter dieser Hülle hier befindet sich noch eine Schraube. Das ist hier direkt in der Mitte. Müsst ihr ein bisschen hier herumdrücken und dann findet ihr auch dieses Loch. Müsst ihr auch gar nicht dieses Siegel hier entfernen, sondern ihr geht hier einfach her und stecht rein, entfernt die Schraube und dann ist auch die Oberseite des Controllers abgelöst. Und so einfach können wir auch die Schale entfernen. Es lassen sich auch die Buttons austauschen übrigens. Das habe ich jetzt selber nicht gemacht. Ich habe einfach keine Buttons bestellt. Und dann müsst ihr einfach hier die Schale runterziehen. So einfach ist das. Also, das ist hier ein komplett neuer Controller gewesen. Ich habe den jetzt nicht allzu sehr beschädigt. Und hier könnt ihr auch die Buttons entfernen oder auch hier einfach diese Sticks. Und die müsst ihr einfach hier runterziehen. Fertig. Und nehmt die neuen Sticks heraus. Die habe ich extra bestellt. Ich glaube, die kosten etwa 3, 4 Euro bis höchstens 7 Euro. Und da bekommt ihr interessanterweise eine ganze Menge dieser Sticks. Ich habe nämlich nur ein Modell bestellt und habe hier eine ganze Reihe von unterschiedlichen bekommen. Ich glaube einfach, dass hier die Oberseite ein bisschen kleiner ist. So vergleichen wir mal die anderen, die wir bekommen haben. Und ich habe die einfach in Rot bestellt, damit wir da was Passendes haben. Also so sieht das aus. Mir kommt vor, sind alle gleich, aber ich nehme jetzt einfach die zwei und stecke die da an. So. Aufpassen, dass ihr hier diese kleine Plastikkonstruktion hier an der Innenseite des Controllers nicht abbrecht. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Allerdings bei einem ganzen Controller. Und ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Allerdings eben nicht beim Modifizieren jetzt in dem Fall. Und jetzt packt ihr einfach die Schale drauf und schraubt die Schrauben wieder zurück, dort wo sie waren. Und ich muss sagen, jetzt so vom ersten Eindruck sieht das schon ziemlich mega cool aus. Also was ich da mit dem Controller innerhalb von ein paar Minuten jetzt hier angestellt habe. Und nun am Ende müsst ihr nur noch hier die Bumper hier zurück anbringen. Das ist einfach nur ein Festdrücken. Und dann sind die Controller auch schon wieder fertig. Und ja, so sieht er aus. Unser neuer roter Controller mit dem Custom Skin eben. Also ein ziemlich cooler Look finde ich, diese Kombination aus Schwarz und eben Rot. Es ist einfach ein cooles Skin, das so übrigens auch nicht von Microsoft zu bekommen ist. Microsoft hat ja dieses Design Lab, allerdings gibt es da eben keine derart große Auswahl wie eben bei Amazon. Da gibt es ganz unterschiedliche Skins von gewissen Spielen, auch hin zu Flammen oder was weiß ich. Also ganz viele verschiedene Aufdrucke für die Skins eures Controllers. Und wie ihr seht, ist das auch nicht gerade kompliziert, so ein Skin selber anzubringen. Und auch ein cooles Geschenk, wie ich finde, für jemanden, der beispielsweise solche Skins für seinen Controller will. Also ich finde, es ist ein cooles Projekt, ist auch sehr schnell gemacht, nicht wirklich ein großes Risiko, dieses alte Skin vom normalen Xbox One S Controller jetzt durch dieses rote auszutauschen. Man muss halt ein bisschen aufpassen, vor allem beim Entfernen dieser Bumper, dann alles fest verschrauben, wieder zurück anbringen an
auf eben den Controller und dann kann man das auch schon benutzen. Batterien rein, Batteriefach schließen und schon geht's los. Ich danke euch fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.